Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Purzelcake. Heute zeige ich euch ein paar richtig leckere Zimtwaffeln. Keine Zimtsterne, die macht ja jeder irgendwie, aber ein paar richtige Zimtwaffeln, die sind so lecker. Und da muss ich immer massenweise von machen, weil meine Familien und Freunde wollen alle von diesen Zimtwaffeln haben. Da bin ich dann 4 Tage mit nichts anderem beschäftigt, wie Zimtwaffeln machen. Aber die Wohnung riecht dann sowas von pur nach Weihnachten, das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, das Video gefällt euch und ihr probiert es mal aus, denn die sind wirklich sehr lecker. Für unsere Zimtwaffeln brauchen wir 125 Gramm weiche Butter, 70 Gramm gemahlene Mandeln, 2 Eier, 2 bis 3 Teelöffel Zimt, 200 Gramm Zucker und 250 Gramm Mehl. Dann kommt noch ein Esslöffel Rum dazu, was aber auch total lecker schmeckt, ist, wenn ihr statt dem Rum auch Baileys dazu gebt. Als erstes geben wir nun die Eier, die Butter und den Zucker in die Rührschüssel und lassen das Ganze so lange rühren, bis es schön weiß schaumig ist. Sobald das Ganze schön schaumig aufgeschlagen ist, geben wir die trockenen Zutaten und den Rum dazu, also Mehl, Zimt und Mandeln löffelweise in den Teig mit einrühren lassen. Für unsere Zimtwaffeln brauchen wir natürlich ein Zimtwaffeleisen und wo ihr das herbekommt, verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann nehmen wir unser Zimtwaffeleisen und fetten das einmal ein. Ich nehme hier jetzt etwas Margarine zum Einfetten. Dann nehme ich mir 2 Teelöffel und gebe dann immer so 2 Drittel eines Teelöffels Teig auf einer dieser Platten drauf. Das mache ich dann so lange, bis alle Platten voll sind. Und schließ das Waffeleisen und lass es halt backen, bis es fertig ist. Sobald sie dann fertig gebacken sind, beim Rausholen ein bisschen vorsichtig sein. Die kleben halt gern und damit ihr euch die nicht kaputt reißt, halt ein bisschen vorsichtig aufmachen. Ich mach die jetzt auch mit dem Schaber hier ein bisschen runter, weil ja gut, die kleben halt ein bisschen. Ihr solltet die Waffeln auf jeden Fall warm schneiden, denn die kühlen unheimlich schnell aus und werden dann direkt fest und dann zerbröseln sie euch. Deswegen aus dem Waffeleisen raus, direkt schneiden und dann sind sie im Grunde schon abgekühlt. Ja, und das Ganze machen wir natürlich dann jetzt so lange, bis unser Teig aufgebraucht ist. Thank you.
Hier seht ihr, wie viel Zimtwaffeln aus dem Rezept hervorgekommen sind. Naja, gut, ein paar habe ich auch schon genascht. Das hier ist jetzt der Abschnitt, wo ich immer von den Rändern abgeschnitten habe. Den braucht ihr gar nicht wegschmeißen. Den könnt ihr schön zerbröseln und entweder im Joghurt essen oder auf eine Torte drauf machen oder beim Dessert. Das bietet sich da echt gut an. Oder in eine Tortenfüllung mit reinarbeiten. Das, oder einfach auch so pur wegnaschen. Wie versprochen, riecht die ganze Bude hier nach Zimtwaffeln, Weihnachten pur. Das macht direkt gute Laune. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da. Ich freue mich über eure Kommentare und natürlich auch über eure Abos. Die Hälfte der Zimtwaffeln sind schon wieder weg. Die Kinder haben schon so viel weggenascht, dass für mich kaum noch was übrig bleibt. Ich glaube, da muss ich wohl jetzt doch noch 2, 3 Portionen machen. Und euch wünsche ich natürlich viel Spaß beim Nachmachen und ich mache mich gleich nochmal an die Arbeit und mache noch eine Portion Zimtwaffeln, denn die sind wirklich total lecker. Tschüss!